Elias Stefanescu für GMP1 TV. Wir sind gerade bei GMC 18 in Hamburg und Abubakar Sabirov hier zu meiner Linken mit seinem Trainerstab. Ja, gerade sehr erfolgreich gewesen gegen Jelal Halul. Am Anfang sah es noch so aus, als ob du angeklingelt bist. Er hat dich einmal hart gerockt und dann bist du wirklich furios zurückgekommen, konntest ihn sogar selber finishen mit einem Bodykick. Fass vielleicht die Emotionen nochmal aus deiner Sicht zusammen für uns. Also beim Kampf, ich habe ein paar Dings getroffen. Ich habe ein bisschen so mein Kopf gedreht, dann habe ich zurückgegangen, habe ich mich kontrolliert, dann habe ich gesagt, so, ich muss jetzt fertig machen, geht nicht mehr, dann habe ich einfach fertig gemacht. Also heißt das, du musst erstmal einen abkriegen, bevor du sagst, jetzt reicht's? Weil, ist doch besser, denke ich. Ja, wenn du das erste Mal machst, dann ist es noch nicht so gut. Ja. Warst du vielleicht überrascht, dass er im Stehen so aggressiv war? Er hatte immer so einen sehr langen Jab laufen, du hast versucht reinzukommen, mit den Fäusten hat es nicht so ganz geklappt, aber mit den Kicks hast du immer wieder getroffen. Ja, wir haben 2,5 Monate mit Khalid und so, mit anderen Sparringpartner, wir haben richtig gut trainiert. Wir wissen, der ist auch ein guter Gegner, aber deswegen haben wir gut trainiert. Was er macht, er macht so immer viel Jab. Wir haben gut trainiert, so wegen seinem Jab und so, haben wir schon geschafft, Als du die Bodykicks benutzt hast und dann den letzten gesehen hast, wie er zusammengebrochen ist, wusstest du, du musst jetzt folgen, das war's? Oder hast du noch gedacht, vielleicht dreht er sich noch irgendwie raus? Danach, ich hab das Knie gemacht, dann habe ich gesagt, es ist vorbei. Aber danach hat er geschreit, hey, weiter, dann habe ich weitergemacht. Das ist vorbei, wenn er wieder dazwischen geht. Das ist deswegen dann habe ich weitergemacht. Ja, auch richtig so, der Referee hat ja nichts gesagt, dementsprechend musstest du den Kampf finishen. Ja, gratuliere dazu vielleicht nochmal von euch beiden von außen, wie ihr das Ganze erlebt habt, würde mich interessieren. Und bei dir hat man immer gesehen, du hast Kombination geschlagen, von außen immer geschrien. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, aber gehört bestimmt. Ich glaube, ich schwitze mehr als er selbst. ich bin unglaublich stolz auf ihn. Der hat einen sehr, sehr guten Mann geschlagen. Wir wissen, MMA Spirit ist europaweit, gehören die zu den besten. Wir wussten, die werden sich sehr, sehr gut vorbereiten. Also der Jelal, der hat eine 3-0-Bilanz gehabt, aber seine Kämpfe waren nicht so, wie soll ich sagen, der hat die immer schnell beendet. Es war schwer, den zu analysieren, aber wir wussten, die werden halt auf alles gefasst sein. Die werden oben gut sein, unten gut sein. Und genauso haben wir das auch gemacht. Hauptding war bei uns einfach, dass er wirklich Kontrolle behält, dass er im Fokus bleibt. Und das war heute auch das Entscheidende. Er wurde angenockt. Aber ist trotzdem fokussiert geblieben und ist nicht so wild wie sonst gewesen. Hat nicht alles, sondern hat kurz einen Takedown versucht, ist wieder hochgegangen, hat sich wieder konzentriert und hat ihn dann gefinisht und der hat alles richtig gemacht. Weil wir haben zu viel Fox Mox gemacht, deswegen. Noch abschließende Worte vielleicht von dir. Jiu-Jitsu musst du heute nicht besonders anwenden, aber vielleicht nochmal deine Sicht der Dinge. Ja, wir haben ihn gut vorbereitet auf alles. Wir wussten halt, sein Gegner ist sehr gut auch am Boden und wir sind alle Eventualitäten durchgegangen. Ich sag mal, zum Glück ist es gar nicht dazu gekommen. Er hat alles richtig gemacht aus unserer Sicht und ja, er war auf alles vorbereitet, also ganz egal, wo der Kampf hingegangen wäre. Ich bin mir sicher, er hat den für sich entschieden. Aber es war natürlich schön, dass es in der ersten Runde war und so schön mit einem Treffer zum Körper. Ja, hervorragend. Dein Trainerstab ist zufrieden, du bist zufrieden. Dann das letzte Wort, wenn du noch was loswerden willst, gehört dir. Hast du schon nächsten Gegner? Schon was geplant? Ich will jetzt gegen Can Aslana kämpfen. Ich habe letzten Monat Khalid gesagt, wir können gegen Can Aslana, der ist auch starker Gegner für mich. Ich will nur mit gegen Starke. Also ich will jetzt gegen Can Aslana, wenn das geht. Ich will nur gegen ihn. Wir hatten eigentlich den Kampf angesetzt für diese GMC. Da kam von seitens Can Aslana, also so wie wir es gehört haben, Abubakar sei zu unerfahren, er hätte zu wenig Kämpfe. Ich glaube, mit einer 4-0-Bilanz ist er jetzt erfahren genug, gegen einen mit einer 5-1, glaube ich, zu kämpfen. Also total passt nicht, aber egal. Auf jeden Fall, unsererseits würden wir gerne den Kampf machen. Also wir warten auf eure Antwort oder mal schauen, was die GMC-Veranstalter sagen. Vielleicht bei der nächsten GMC dann schon. Ja, ich glaube, Can hat ein paar Kämpfe mehr, aber trotzdem, wir sind natürlich sehr gespannt. Das wäre ein cooles Matchup. Drücken die Daumen, dass es vielleicht zustande kommt. Und wie, dann geht es wieder weiter gegen Team MMA Spirit sozusagen. Fans, Freunde, irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten danke schon mal von mir.
Ich bedanke meine ganze Sparringpartner, Domo, Arena, Khalid, Taha, Jonathan, ganze Jungs hier unter uns unter Schutz. Und ich bedanke alle Leute und ich bedanke unser Sparringpartner, ganze Elite Fighter, Omar Abi. Danke euch. Danke.